Bitte. In den Turm wollten wir. Fröschli hat nicht besonders viel Energie für die ganzen Fledermäuse, aber das kriegen wir schon hin. Da gab es zwar auch so einen Funken, der Energie von Pets auffüllt, aber ich glaube, das wäre ein bisschen übertrieben. Warum haben wir da oben eigentlich noch kein Licht? Weil wir da oben nicht weitergegangen sind. Weil da oben eine Tür war. Ja, okay, das könnte es erklären. Vertrau dem Girugon der Vergangenheit. So, runter, runter, runter. Kaputt. Was zur Hölle? Ah. Er hat den Hammer geklaut. Den Gummihammer. Das ist eine super Taktik. Wo ist der Gummihammer? Da. Tauschen wir das mal so um. Und hoffen einfach, dass immer das erste Ding aus dem Inventar genommen wird. Und freuen uns auf noch einen Gummihammer. So. Ja, es sind viele. Die musst du gar nicht alle umbringen, Fröschli. Spar deine Energie auf. Oh Gott, verdammt. Also spätestens zu diesem Zeitpunkt wären Heiltränke echt kein Problem mehr gewesen. So, jetzt müssen wir warten. Was ist das? Nö. Komm irgendwie mal näher. Jetzt aber. Okay, hops. Da ist Licht. Oder wird Licht sein? Genau so. Unsere Energie ist alle. Ja gut, dann springen wir mal ganz kurz zurück. So. Da unten kommt eine. Also ich kann jetzt schon mal nicht das Inventar aussortieren oder so, weil irgendwo kommt denn die Ninja-Fledermaus da rechts von hinten und schubst mich in die Stacheln runter. Das wäre nicht so schön. Ja, yeah. Na gut, was kann ich währenddessen machen? Ich kann Essenzen überprüfen. Wir haben ganz, ganz viele. Jedenfalls die, die wir brauchen. Pfeile sehen auch gut aus. Ja, gehen wir weiter. Und hopp. Und hopp. Das scheinen wohl fast alle gewesen zu sein. Und fertig. Und das alles für den Ring der Himmel. Plural. Da. Erhöht die Sprungweite. Boah, das ist ja mal ausrüsten. Hui. Aber wetten, dadurch, dass ich jetzt weiter springen kann, brauche ich andauernd Fehler. Weil ich mich an die beschränkte Sprunghöhe gewöhnt habe. Mal gucken. Das war auf jeden Fall schon mal ein schönes kleines Feature. Also dadurch kommen wir jetzt vielleicht irgendwo an Sachen ran, die wir vorher nicht erreichen konnten. Aber wo geht's denn jetzt weiter? Da oben. Achso, Geist. Arschlochgeist. Wo waren diese Schriftrollen, die. Nee, es war keine Schriftrolle, es waren Tränke. Wo waren die Tränke zum Geistersehen? Unsichtbares Sehen da. Schnelltaste zuordnen. 0. Unsichtbares Sehen. Flop. Oh, dort sind ja auch Geister. So, hier sind diese Slimer-Geister. Ponk, au. Oh, Fröschli ist nicht tot. Aber ich habe keine Taste mehr für ihn. Rückruf. So. Runterspringen, Fröschlinge Taste zuordnen. Schnelltaste zuordnen. 8. So. Hops. Hops. Ich mag den Sprungring. Oh. Quatsch. Habe ich erwähnt, dass ich bald keine Essenz mehr habt für so ein Spielkram. Da bist du. So.
Ich hätte gerne Licht irgendwo. Da ist gut. Okay, sie haben Excalibur geklaut. Ich werde von meinem eigenen Schwert zerstört. Schade, dass mit dem Gummihammer nicht geklappt hat, aber hey, was soll's. So. Noch so ein Doberdieb. Der Raum sieht irgendwie... Okay, das ist schon zu weit. Aber der Raum sieht irgendwie komisch aus, als wenn er für einen Bosskampf wäre oder so. Viel zu viele Plattformen und Leitern und was weiß ich. Eigentlich wollte ich hier Schua springen. So. Schwing. So. Warum ist jetzt die Verbindung nach links so komisch? Ist das eine Verbindung, dass man nur von rechts nach links kann? Zufällig? Okay. Noctis Umbria Zorokoa Dormash. Pak Cirutros Bla. 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 Bla 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 bla. Bla. Was zur Hölle sagst du da? Oh, warte mal, vielleicht hätte man das irgendwie rückwärts lesen können oder so. Freund. Naja. Du, der da in meinem Körper haust. Hast du den Verstand verloren oder redest du im Schlaf? Was? Hast du mich gehört? Wie ist das möglich? Jesus, natürlich habe ich dich gehört. Du hast angefangen, in dieser seltsamen Sprache zu reden, die sich anhört, als wenn man Jabba den Hutten mit einem Nekromanten kreuzt. Das ist die schwarze Zunge. Aha, meine Zunge wird auch schwarz, wenn ich Lakritze esse. Aber Fakt ist, dass du sehr komisch gesprochen hast. Du bist ein Wichtigtuer. Das war eine private Unterhaltung, die dich nicht zu interessieren hat. Du hast mit jemandem geredet? Natürlich, deine Telepathie. Du hast telepathisch Befehle erhalten. Und was besagen die? Das geht dich gar nichts an. Aber sie wissen, dass ich in diesem... Oh, aber sie wissen, dass ich diesen Körper nicht kontrolliere. Super, großartig, ja? Wenigstens wirst du nicht verbannt oder geschmolzen oder was auch immer. Das ist wahr. Wow, Freund, ich freue mich für dich. Ich glaube nicht wirklich, dass er in dieser Situation jetzt so ganz der Freund ist. Du freust dich über mein Glück? Aber ich bin dein Feind. Du siehst mich aber auch als Freund, wie Magneto und Xavier, richtig? Stimmt, da war was. Ja, endlich fängst du an zu begreifen. Yeah, okay. Wir sollten kurz Excalibur neu zuordnen. So. Oh, wow. Das sieht mal abgefahren aus. Bei allen Kapitänen von Star Trek, was ist das für ein Ort? Wir befinden uns im Turm der Magier. Hier musst du deinen Verstand einsetzen, um die Zauber zu besiegen. Zerstöre vor allem die fliegenden Augen. Sie setzen Verlangsamungszauber ein, die dich behindern. Du musst dich mit den blauen Zauberern vorsehen. Ihre Macht liegt im Frost. Geh nicht zu nah an hier ran. Ihr gefrorener Atem wird dich sonst einfrieren. Zera, all diese Hilfe? Einfach so? Keine Tricks? Nicht dieses Mal. Warum diese drastische Veränderung? Willst du denn meinen Tod nicht mehr? Behandelst du mich wie ein Freund? Nonsens, ich befolge nur meine Befehle, hä? Deine was? Nichts, vergiss, was ich eben gesagt habe. Deine Befehle? Ist es das? Du befehlst nur deine Befehle aus? Dieser telepathische Konferenzanruf vor einer Minute war ein Befehl, mir zu helfen? Ja. Wow, warum? Ich soll dich vor den großen Lord bringen. Im Ernst? Warum? Ich kenne die Gründe nicht. Vielleicht will er dich eigenhändig töten. Es ist eine große Ehre, durch die Hand eines so mächtigen Wesens wie ihn zu sterben. Ha, dein Meister will also, dass du mich zu ihm bringst. Und wo genau ist er? Oben in diesem Turm. Nun, Zera, lass mir deinen Boss nicht so lange warten. Aber wenn es so ein großes und mächtiges Wesen ist, warum kann er dann nicht A, uns einfach hochteleportieren? Oder B, alle seine Unterlinge hier sagen, ey, lass dich mal durchgehen. Aber na gut. Also wirklich beeindruckt bin ich von denen jetzt nicht. Oh, oder doch. Die haben so eine Schutzschilde.
Stirb. Machen die Schaden, die Schilde? Nö. So, ich sollte zwischendurch auch nach Geheimdingern gucken. Zing, zing. Aber ja, doch, die Gegend hier gefällt mir. Also vom Stil her. Auch wenn wir in die falsche Richtung gehen. Er meinte oben im Turm, oder? Pring. Pring. Pring, pring, pring. Und hier können wir nicht. So. Okay, es werden mehr. Und da versteckt sich einer einfach so im Dunkeln. Ne? Ja, hinterhältig. Immer diese Magier. Kein Fünkchen Ehre im Leib. Ich glaube, ich probiere mal einfach auf einen zuzulaufen. Ich meine, wir müssten ja eigentlich stark genug sein. Also, Excalibur. Okay, ich lasse das mal lieber. Ja, 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 wir haben es verstanden. 5 Verheilung. Also nicht nur, dass sie uns verlangsamen, die schubsen doch irgendwie weg. Also ich kam nicht so wirklich gut an ihn ran. Mit einer Keule müssten wir doch eigentlich ganz gut den Block wegbekommen. So, und jetzt würde ich gerne ran und ich würde gerne töten. Ja, okay, es geht, aber schön ist was anderes. Du kleiner, garstiger Dover, hab dich. Oh, aber da können wir reinspringen. Ja, das war schön. So, oh, können wir da vielleicht von oben runterschießen? Zing. Nee, können wir nicht. Wäre ja auch zu einfach. Zack, kaputt. Wow. Du bist gleich tot. So, zack. Blaue Essenz. Wir brauchen keine blaue Essenz. Wir haben gar keine Magiesprüche mehr. Aber so im Nachhinein betrachtet, Magier zu spielen, wäre bestimmt wesentlich interessanter gewesen als so ein Nahkämpfer. Vor allem die ganzen Veränderungssprüche mit Gegner in Gold verwandeln und sich selber buffen und Golems beschwören. Wow, das sind viele. Und na, ich hasse diese kleinen Blobs. So, erstmal sterben hier einfach alle. Dann sind die Blobs weg. Obwohl ich die ja eigentlich ignorieren kann, oder? So, komm, hüpft und werd getroffen. Schießen einfach so lange, bis ihr alle weg seid. Komm, hüpft. Hüpft, ihr Bastarde. Tanzt. Okay, die Wahrscheinlichkeit wird immer... Ah, also. Jetzt du noch. Da sind noch sehr viele Eisblöcke unten. So, der ist tot. 105 Pfeile noch. Also einen Bosskampf könnten wir jetzt nicht bestreiten. Und hat Zera echt gesagt, oben im Turm? Wir gehen immer weiter runter. Ach so, warte mal. Hier ist vielleicht ein Turm der Magier, da ist ein Turm der Hexen, da ist ein Turm des Sobinoch. Und da ist dann der Turm von Hanakon. Das könnte natürlich auch sein. So, du da. Dich ignorieren wir. Rolle des Wahnsinns? Was zur Hölle? Eisengolem. Wahnsinn. Erzeugt einen mentalen Impuls, der die Wahrnehmung aller Kreaturen im Raum verändert. Die Opfer glauben, dass ihre Verbündeten Feinde sind. Hä, das klingt echt kultig. 5. Kamikaze. Sehr schön. Oh. Zack. Was geht eigentlich echt? Wenn wir jetzt schon diese silberne Rüstung hätten, wäre es bestimmt Pipifax. Der hätte noch höheren Schutz vor Eis. Zack. Bisher noch keine Secrets, kann das sein?